Wenn man mit dem breiten Prättigauer Dialekt jetzt zum Beispiel in Zürich oder an anderen Orten der Schweiz Lesungen abhaltet, weil ich führe die ja in Dialekt und ich möchte auch in meiner Sprache reden, das ist allweg sehr herzig. Also die Leute haben meistens extrem Freude. Teil erkennen der Dialekt nicht, also haben dann irgendwie die abstrusesten Sachen, die sie fragen, oh, bist du von dort. Und andere wiederum, was ich gerade letzthin angetroffen habe, sind Heimwehbündner. Und die sind natürlich dann sofort gekommen. Das ist dann lustig, dass dann schlussendlich sich die Bündner in der kürzesten Zeit gefunden haben. Und ja, man ist einfach auf einer Wellenlänge. Noch hatte man sie nicht entdeckt. Flink klopfte Aurora den Sand in Form und bearbeitete die Details ihrer Arbeit mit einem Holzzweig. Um ein wirklich schönes Schloss bauen zu können, musste man den Sand formen, solange er noch feucht war. Die beste Konsistenz, das wusste Aurora aus Erfahrung, wies er am Morgen nach einem Sommergewitter auf. Fest und schwer lag er dann in der Hand. Eine kühle Knetmasse, die ihren luftigen Träumen Gestalt verlieh. Wir sind hier heute im alten Primarschulhaus Jenatz. Da bin ich 6 Jahre zur Schule und da in dem Zimmer habe ich dann die letzten 2 Jahre, also 5. und 6. Klasse gemacht. Und ich mag mich erinnern, dass ich da gekocht bin, zusammen mit meiner besten Freundin Seraina. Und ich war gerne zuvorderst, dass ich dann auch ja nichts verpasse. Ich habe auch diesen Ort jetzt gewählt oder das Schulzimmer, weil mein 5. und 6. Klasse-Lehrer, der Andreas Valère, hat mich nachhaltig beeinflusst auf meinem Weg als Schriftstellerin. Ich möchte sagen, er war der einzige von allen Lehrern, die ich hatte, der mich wirklich bewusst gefördert hat, der mir auch die Möglichkeit gegeben hat, mal noch ein bisschen längeren Aufsatz zu schreiben und mal den vorlesen. Und er hat immer sehr interessante Themen gewählt. Ich weiss, noch einmal haben wir mehrere Seiten nur über einen Schneeflocken schreiben und da war ich voll in meinem Element. Und er ist mir einfach all diese Jahre wieder Zint kommen, wenn ich mal so in der Branche Schriftsteller, das ist nicht ganz einfach. Und ich bin ein Haufen Mal vor dem Entscheid gestanden, dass ich das Gefühl habe, jetzt gebe ich wirklich auf oder ich kann das einfach nicht gut genug. Und dann ist mir abends der Zint gekommen und wie wir da gekocht sind und Aufsätze geschrieben haben und er hat mich abends motiviert. Und das habe ich ihm auch gesagt, er hat übrigens auch all meine Bücher zwischenzeitlich, er ist mittlerweile um die 90 herum und freut sich natürlich sehr, dass er da so einen grossen Beitrag geleistet hat. Ja, dass ich schlussendlich den Durchhaltewillen auch hatte, um einfach weitermachen, bis es dann geklappt hat. Ich habe heute hier meine 4 aktuellsten Werke dabei, sind auch meine, kann man sagen, grössten Meilensteine auf meinem literarischen Weg, weil das die ersten Bücher sind, die als Print bei Grossverlegern erschienen sind. Da haben wir zum Beispiel einen humorvollen Krimi, «Der Tod lässt kein Schwein kalt», der bei Piper erschienen ist. Der spielt übrigens im Prättigau. Und
Es geht um eine divahafte Schauspielerin, die sich hier ein Haus kauft und dann passiert in ihrem Garten ein Mord und Hilfe bekommt sie von ihrem griesgrämigen Nachbar, der Bauer ist, dem Anton. Und das ist ziemlich ein skurriles Duo. Denn mein neuestes Werk besteht aus drei Bänden, ist die Mandelli-Saga, ist eine Trilogie. Angefangen bei «Das Fundament der Hoffnung», dann kommt «Das Bauwerk der Sehnsucht» und am Ende «Das Haus des Schicksals». Und das ist eine Sage über drei starke Frauenfiguren, die in der Baubranche tätig sind. Und wir fangen im ersten Buch in Italien an und gehen dann immer mehr in die Schweiz. Das zweite Buch hat noch Italien und die Schweiz und im dritten Buch sind wir dann am meisten in der Schweiz. Und das sind drei Generationen, wo die Geschichte erzählt wird. Und das fängt bei einem ganz kleinen Bauunternehmen an und entwickelt sich dann im Laufe der Band zu einem kleinen und mittelständischen Betrieb. Ja, ich werde allbig wieder gefragt, wo die Parallelen zu dem Werk liegen, zu meinem Leben. Es ist eigentlich nicht so spektakulär, wie man sich vorstellt. Die Geschichte von meiner Familie, die ja ursprünglich aus Italien in die Schweiz eingewandert ist als Murner, aus dem Cerano di Telvi, der übrigens im Buch vorkommt, das war eine Art so die Grundinspiration für die Geschichte gewesen. Und natürlich ist das Abbild der Branche, aber auch vom kleinen und mittelständischen Betrieb, der geschildert ist, ist sehr real. Was aber natürlich fiktiv ist, ist der gesamte Plot und auch die Frauenfiguren, die haben in dieser Form so nicht existiert. Ja, der letzte Teil von meinem Schulweg, der ist dann da zwischen diesen zwei Häusern durchgegangen. Und dann war man dann ja auch schon beim Schulhaus. Hier auf dieser Wiese war der Pausenhof für alle Schüler. Und hier in diesem kleinen Hütli war der Kindergarten. Hübsch eingezäunt. Wir hatten so einen Süßigkeitenladen. Und das war verboten, dass man dort hergeht als Schüler. Und damals haben die Süßigkeiten noch nichts gekostet. Und wenn man 1 Franken hatte, dann konnte man irgendwie 100 Stück von irgendwas haben. Und es war so ganz dunkel dort drin. Und es war so eine ältere Frau, die hat das immer lustig gefunden. Und dann sind wir dann heimlich, das ist gerade dort in dem Haus, sind wir in der Pause dort aufgeschlichen. Und haben uns Süßigkeiten gekauft. Das war dann eine riesige Errungenschaft, wenn man so reich war, dass man einen ganzen Sack kaufen konnte. Das ist gerade dort, die Türe ein ist man dann. Und jetzt so eine grosse Vitrine. Das ist so ein bisschen der alte Dorfkern von Jenatz mit den alten Häusern. Das sieht immer noch gleich aus. Und gespielt hat man überall. Auf der Straße, bei den Nachbarn, auf der Wiese. Meistens hat man so im Quartier, die Kinder sind einfach verdussen gewesen. Man hat noch keine Spielplätze oder so Sachen gehabt. Die Stirn in angestrengte Falten gelegt, klopfte er die unförmigen Brocken mit Handfäustel und Steinmetzwerkzeug in die passende Form. Schweiß lief ihm über die Stirn und durchnässte seinen Haaransatz, während seine Schläge gespenstisch durch den fortgeschrittenen Morgen hallten. Aurora beobachtete ihn verstohlen. Bisher hatte sie weder seine Technik noch seine Vorgehensweise in Frage gestellt und sich ihm in jeder Hinsicht fachlich untergeordnet. Doch jetzt sah sie, dass seiner Arbeit die Perfektion fehlte und seinem Auge der Sinn für Ästhetik. Also ich habe schon sehr früh gemerkt bei Ladine, dass sie wahnsinnig interessiert ist an allem, dass es für sie auch zu langweilig war, nur gerade im Stubenwagen liegen. Weil wenn man mit ihr unterwegs war, dann war sie eigentlich immer zufrieden. Weil dann hat sie immer einen Haufen zu beobachten. Und das ist dann irgendwie auch so geblieben, auch später aus. Und aus dem heraus
habe ich das Gefühl, hat sie auch ihre Fantasie entwickelt. Das habe ich auch bald einmal gemerkt, dass sie sehr viel Fantasie hat. Irgendem Tag X ist sie gekommen und gesagt, Mama, ich habe ein Buch geschrieben. Ich habe gesagt, also, was für ein Buch? Ja, ein Buch habe ich geschrieben, eine Geschichte, ein Buch habe ich geschrieben. Und jetzt muss ich schauen, wie wir da weitermachen. Ich möchte, dass das ein Werk druckt, dass man das lesen kann. Und das hat sie dann auch gemacht. Das hat sie dann eigentlich alles in eigener Regie, ohne unsere Unterstützung. Das hat sie selber machen wollen. Und das erste Buch hat sie dann auch eben da wegen einen Verlag gesucht, der das gedruckt hat und veröffentlicht. Ja, das ist dann so ein riesige Überraschung für uns. Also wir haben von allem nichts gewusst. Und dann ist es darum gegangen, wie bringt man das an den Mann? Und ich vom Geschäft her habe natürlich gesagt, ja, da muss man wissen, was es kostet, wie viel bringt es, etc., etc., etc. Das war dann aber nicht ihr Metier. Sie hat einfach das Buch veröffentlicht und hat dann das auch veröffentlicht und selber bezahlt. Ich bin dann natürlicherweise ein bisschen skeptisch gewesen, aber trotzdem, sie hat das teurer gezogen, wie wenn das ihr Business wäre. Und ja, das Buch ist dann veröffentlicht worden und existiert nach wie vor noch, das dann selber drucken lassen. Dann hat dann meine Frau das natürlich intensiver verfolgt als ich selber jetzt gerade. Und dann sind dann da halt immer mehr Bücher und Ideen entstanden und irgendwann hat man dann gemerkt, dass sie für Familie her und so weiter noch auch ein bisschen Unterstützung braucht, weil nur gerade in der Ferien, Samstag, Sonntag schreiben ist als Hobby gut. Und wo dann der Auftrag gekommen ist von dieser Trilogie, dann hat man dann gemerkt, jetzt geht es nicht mehr, sonst läuft sie über 100%. Und wir haben sie ja noch im Geschäft haben wollen, weil wir sie da auch sehr gut brauchen. Sie hat ihren Job da und muss das auch machen. Und dann hat man dann in der Familie beraten, wie man das bewerkstelligen könnte, dass sie den Auftrag wirklich gut machen kann, auch genug Zeit hat. Und dafür das haben wir dann eine sehr gute Lösung schlussendlich gefunden. Wenn du nicht schreibst, was machst du da hier in deinem elterlichen Betrieb? Ja, ich mache da den administrativen Bereich, Buchhaltung, Personalwesen, betriebswirtschaftlichen Teil auch. Und das klingt jetzt also auf den ersten Blick relativ unspektakulär, aber in so einem Klein- und Mittelbetrieb ist eigentlich kein Tag wie der andere und es gibt immer wieder Herausforderungen mit Behörden, aber auch je nachdem Sachen, die man mit Mitarbeitern gemeinsam lösen muss. Und das ist eigentlich auch das, was für mich so spannend ist an dieser Arbeit. Es ist selten monoton. Das heisst, es gibt dir vielleicht sogar Ideen für eine Geschichte? Ja, also für mich ist der Alltag da, natürlich mache ich das sehr gerne, das ist ein Aspekt. Aber der andere ist auch, dass es für mich eine enorme Inspirationsquelle jetzt auch ist für meine schriftstellerische Arbeit. Weil, also ich glaube, es wäre sehr langweilig, aber auch trist, wenn man jetzt den ganzen Tag nur noch so in seinem Kokon ist, in irgendeinem Raum an einer Geschichte schreiben. Und ich glaube, es fehlt einem dann auch der Bezug zum Leben. Also das Leben schreibt so viele Geschichten permanent und zwar in so viel Detail. Das kann ich alles als Inspiration für Text brauchen. Und insbesondere auch die unspektakulären Sachen. Also man muss als Autor, ja, wenn man ein guter Autor ist, sehr viel können beschreiben. Und auf eine Art und Weise, ohne dass man es nennt. Also ich schreibe zum Beispiel nicht, sie war traurig, sondern ich muss in der Lage sein, die Person so handeln und aussehen lassen, dass jeder Leser merkt, die ist furchtbar traurig. Und das Rüstzeug kann ich mir nur in der Realität und durch den kontinuierlichen Kontakt mit Menschen holen und mit Schicksal auch. Darum ist das für mich sehr eine wichtige und grosse Inspirationsquelle. Nur als Schriftstellerin tätig sein möchte ich nicht.
Das sage ich auch albig wieder. Und das hat verschiedene Gründe. Einer ist der, den ich jetzt gerade genannt habe. Also mir würde die Essenz vom Lebens, wo ja sehr ein grosser Teil der Inspiration ist, der Kontakt mit Menschen, mit Schicksal, mit den ganz feinen Sachen auch im Leben, das würde mir fehlen. Und ich glaube, man würde ja auch wie vereinsamen dann mit der Zeit hinter dem Computer. Ein zweiter Aspekt ist, ich mache das hier ja nicht als Beschäftigungstherapie, weil bei vielen Autoren ist das so, die haben irgendeinen Job einfach nebenbei, wo sie über Wasser halten, aber eigentlich wären sie lieber Autor. Das war bei mir nie so gewesen. Ich tue grundsätzlich nur Sachen im Leben, die für mich Sinn machen, und das hier habe ich gewählt und ich mache das mit Liebe und Seele, und das ist für mich sehr ein wichtiger Teil von mir und von meinem Leben, den ich auch nicht missen möchte. Das würde mir sehr fehlen. Und der dritte Aspekt ist einfach auch sehr ein nüchterner, realistischer. Also ich bin ja im Bereich Betriebswirtschaft tätig, kann insofern ja auch Zahlen auswerten, und vom Schriftsteller sein kann man jetzt schlicht und ergreifend einfach nicht leben, wenn man den enormen Aufwand, den man generiert, in Relation zum Verdienst setzt. Und ich bin eine Person, die jetzt nicht gerne in so eine Abhängigkeit gerät. Ich möchte ja auch selbstständig bleiben. Und aus dem Sinn hat das einfach auch noch vernünftig praktische Gründe, dass ich das so kombiniere. Gell? Die Stempelküsse gestanden bist du auch. Viele fragen mich ja, warum ich bei verschiedenen Verlegen geschrieben habe oder schreibe und auch warum ich in verschiedenen Genres schreibe. Grundsätzlich sind wir Autoren nur eine Person, mal in erster Linie vertraglich verpflichtet, und das ist die Agentur. Und von dort aus können wir aber mit verschiedenen Verlegen zusammenarbeiten und natürlich entsprechend auch in verschiedenen Literaturgattungen schreiben. Und der Grund, warum ich in verschiedenen Gattungen geschrieben habe, ist nicht, weil ich nicht weiss, was ich schreiben will oder was ich Lust habe, sondern das hat effektiv mit der Entwicklung von einem Autor auch zu tun. Und unsere Agentin ist der Überzeugung, dass Autoren möglichst eine grosse Bandbreite sollten anbieten können, weil der Markt ist sehr kurzlebig, und was heute aktuell ist, ist morgen schon wieder out. Entsprechend haben die Verlege natürlich ein grosses Interesse an Autoren, die flexibel sind und wo mal eine Krimi können, aber dann auch wieder eine Liebesgeschichte schreiben. Ladina, du hast etwas uns mitgebracht. Was ist das? Ja, das ist so eine Box. Das ist etwas vom Einzigen, das ich wirklich albig mitnehme, wenn ich zügle. Und das hat sehr mit den Anfängen von meiner Schriftstellerkarriere zu tun. Da habe ich verschiedene Gegenstände. Bücher natürlich, weil ich bin ja ein Geschichtenkind. Und chronologisch, ja, das ist sicher das Erste. Das ist das allererste Buch, das ich bekommen habe als kleines Kind. Und das habe ich so viele Mal mir vorlesen lassen, bis ich mir dann durch das auch selber lesen beibringen konnte. Und das sind alle ein bisschen entsetzt in der Familie, wo ich plötzlich Sachen entziffern konnte, aber das war dem Buch zu verdanken. Und dann habe ich da habe ich einen Ordner, da habe ich Gedichte gemacht, verschiedene, zur Natur, auch sehr lebensphilosophische, wie ich festgestellt habe, aber auch zu Geschichten oder Erzählungen, die mich fasziniert haben. Dann habe ich das tituliert «Mein lustiges Buch». Also da habe ich ganze Haufen Witze, die wir einander als Kind zur Schulzeit erzählt haben, aber auch lustige, wahre Geschichten. Und ja, wenn man das jetzt so durchliest, ich glaube, die meisten von diesen Witzen dürfte man heute nicht mehr erzählen. Das macht es dann aber eigentlich noch umso witziger. Und da habe ich tatsächlich einmal ein erstes Buch angefangen zu machen. Dazumal sogar noch illustriert, obwohl ich überhaupt nicht zeichnen kann. Das ist «Die Abenteuer von Seepferdchen Hü». Und das hat dann so Sachen erlebt. Was steht da im Inhaltsverzeichnis? Ja, in der Schule war es natürlich. Sehr oft in der Schule.
und Versteckis gespielt, Geburtstag gehabt, zum Coiffeur müssen. So halt der Alltag, und das habe ich dann entsprechend auch illustriert. Ja, und das ist so eine Erinnerungsbox, wo ich eigentlich halbig dabei habe. Ob ich etwas anderes gemacht hätte in meinem Leben oder auch beruflich? Nein, das kann ich sehr geschwind beantworten, weil ich habe mir schon sehr früh Gedanken zum Leben gemacht und irgendwann beschlossen, dass ich nur noch Sachen mache, die für mich Sinn machen. Und insofern freue ich mich jeden Tag, dass ich das tun kann, was ich mache, auch mit diesen verschiedenen Aspekten. Ich bereue auch die schwierigen Sachen daran nicht oder die Herausforderungen. Das schätze ich sogar sehr, weil das gibt einem auch wieder Lebenserfahrung und ja, einen weiteren Horizont. Bündner, ich glaube, das ist ein Bergmensch und sehr ein bodenständiger, unaufgeregter Mensch. Hat aber auch einen derben Humor. Und ich schätze das sehr, das Schlichte, wo wir hier haben, das verwurzelt dann auch. Mein Lieblingswort im Bündner Dialekt, ja, das ist schwierig, da jetzt spontan antworten muss, nicht mit dem Ersten, wo mir Sinn kommt, und das ist der Heimat. Weil ich hier daheim bin und auch stolz darauf bin und sehr gerne hier daheim bin. Mein Lieblingsplatz in Graubünden, ja, das ist noch schwierig. Ich sagte, wir haben das Maiensass zu Furnen. Dort war ich auch schon als Kind. Und da sieht man wirklich so über das ganze Tal. Das ist auch gerade unterhalb vom Wald. Und das bezeichnet ich schon als einen meiner Lieblingsorte. Das grösste Vorurteil gegenüber Bündner, ja, das ist noch schwierig. Da habe ich jetzt nie etwas gehört. Hat mir jetzt nie so direkt etwas gesagt. Die meisten sind eigentlich grosse Fans von Graubünden und von der Bevölkerung. Und wenn man es jetzt auf das Prättigau abbricht, ja, denen sagt man vielleicht, sie sind ein bisschen hinterwäldlerisch und stur. Aber also wir haben, wenn wir so sind, wirklich unsere Gründe. Ob ich Heimweh habe, wenn ich im Ausland bin? Nein, als Kind natürlich hat man das gehabt. Aber jetzt als Erwachsener bin ich ein Mensch, der, ich bin sehr neugierig. Also mich interessieren fremde Kulturen und Länder sehr. Das fasziniert mich auch wahnsinnig, so die Exotik. Und ich war auch schon ein paar Mal mehrere Wochen unterwegs am Reisen. Das Einzige, was ich dann deiche, ist einfach, wenn ich zurückkomme und mit all diesen faszinierenden Eindrücken, ich bin einfach immer wieder erstaunt, wie privilegiert dass wir hier leben dürfen. Weil wir haben hier wirklich ein Paradies. Und darum vergleiche ich es auch oft mit Tolkiens Auenland. Wir wissen gar nicht, wie wir es hier haben. Das ist irgendwie schon etwas einzigartig auf der Welt. Das kann man suchen. Wo ich mich daheim fühle, das hat für mich mehrere Aspekte. Also, privat bin ich jetzt ja zu Klosters daheim. Dort fühle ich mich sehr daheim. Aber Zienatz ist, glaube ich, so ein bisschen der Ursprung von mir Heimat. Und ich verbringe ja die meiste Zeit mit Schaffen Zienatz. Und das ist, glaube ich, so auch ein bisschen der Urbegriff für Heimat für mich. Was bedeutet für dich der Steinbock? Ja, der Steinbock ist natürlich in erster Linie mein Sternzeichen nebenbei bemerkt. Und von den Eigenschaften her steht der Steinbock für mich vor allem für Durchhaltewillen und auch Zähigkeit, weil die müssen ja unter ganz harschen Bedingungen leben, vor allem im Winter, mit wenig Essen. Und ich finde, er hat aber auch trotz allem etwas Majestätisches mit den Horen, die er hat. Und ja, er ist in den Bergen daheim wie wir. Ja, ob ich überhaupt noch Hobbys habe, neben dem Schreiben und meiner Arbeit in meinen Firmen? Ja, nicht wirklich, weil das Schreiben ist ja ursprünglich mal mein Hobby gewesen und nimmt dann ja sehr viel von der verbleibenden Freizeit in Anspruch. Ich habe aber jetzt auch seit längerer Zeit noch einen Partner und mit einem kleinen Bub. Und das ist jetzt so meine Qualitätszeit, wo ich zwischendrin wirklich dann bewusste Pause mir nehme, wo wir dann miteinander Sachen unternehmen können. Und dort denke ich dann wirklich einfach einmal weder an die Firma noch ans Schreiben. Dort bin ich einfach nur die Ladine und fertig. Stand heute ist, dass sie schreibt, sehr, sehr Freude hat an dem Schreiben. Und bei den vielen Lesungen, die sie hatte,
So haben wir sie natürlich unterstützt. Ich bin ein paar Mal mit ihr gefahren, damit sie nicht fahren muss und die Lesung machen, weil das ist dann vielleicht ein bisschen streng. Und habe das selbstverständlich ja, sehr gerne gemacht, weil ja, man sieht dann, wie so ein Mensch von der ersten Lesung zur zweiten Lesung, zur dritten Lesung irgendwie anders wird oder besser wird oder sich auf das Publikum einstellen kann. Und das hoffe ich, können ein paar Mal mit ihr fahren. Er wählte unter den Steinen nicht den mit der optimalen Form für den entsprechenden Mauerabschnitt, sondern irgendeinen, der gar nicht in die entsprechende Lücke passte. Und wenn er ihn dann zurechtklopfte, fehlte ihm das Feingefühl. Der Fels brach an der falschen Stelle. Auch fühlte er die Steine nicht. Sie lagen vollkommen dissonant da und schmiegten sich nicht aneinander. Seine Mauer war keine Einheit, keine stimmige Melodie, kein farblich abgestimmtes Gemälde, sondern ein ungeschicktes Flickwerk. Martin, was hast du für Hobbys? Hast du überhaupt noch Zeit für Hobbys?